Hallo, servus bei Zuhause unterwegs. Ich bin heute in Donaustauf und möchte eine kleine Wanderung machen. Meine Ziele sind die Burgruine Donaustauf, dann die Walhalla. Ja, und was sonst noch alles auf dem Weg liegt. Also bleibt einfach dabei und kommt mit. Da von der stark befahrenen Donaubrück hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Walhalla und auf die Burgruine. Die Burgruine Donaustauf zählt mit Sicherheit zu den größten Burgruinen in Bayern. Bereits um ungefähr 500 vor Christus ist auf dem Berg eine keltische Fliehburg gestanden. 914 ist dann das erste Mal die Burg in der Urkunde erwähnt worden. Sie hat damals bereits den Bischöfen von Regensburg gehört. Die Bischöfe von Regensburg haben die Burg dann im Laufe der Jahrhunderte immer weiter und weiter ausgebaut. Bis zum Jahr 1634. 1634 sind dann die Schweden da gewesen und haben die ganze Burg zerstört. Seitdem ist die Burg Ruine, mittlerweile von der Stadt ein bisschen hergerichtet und schön zugänglich. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal um. Hier oben reicht der Blick von Regensburg über die Donauniederung, der Donau, unter mir Donaustauf, bis hin zur Walhalla und ganz im Hintergrund sogar bis nach Straubing. Ich bin jetzt wieder herunten von der Burg und im ehemaligen Schlossgarten in Donaustauf.
Donaustauf hat einmal ein relativ großes Schloss gehabt, das ist aber leider nicht mehr erhalten. Ein paar Mauern, Auffahrtsrampen, mehr gibt es leider nicht mehr. Der Schlossgarten ist umgewandelt worden in einen schönen Park mit Spielplatz und eignet sich jetzt wunderbar zum Spazierengehen. Die Mauern da im Hintergrund mit den Auffahrtsrampen, das ist der letzte Rest vom Schloss. Da im Schlosspark gibt es sogar einen chinesischen Turm, der ist aus dem Jahr 1817. Geht steil hoch, aber es ist ein traumhaftes Stück Weg hier auf dem Berg. Am Dachsberg heißt es hier oben. Hier oben am Dachsberg ist lange Zeit Bergbau betrieben worden. Man hat da herum Feldspat abgebaut. Und diesen Feldspat hat man früher gebraucht, oder vielleicht auch jetzt noch, ich weiß nicht, zur Metallherstellung und auch in der Glasproduktion ist der verwendet worden. Der Abbau ist hauptsächlich unter Tage erfolgt, aber auch oben am Berg. Und an den Flanken vom Berg hauptsächlich sieht man immer wieder noch Spuren und Reste vom einstigen Bergwerksbetrieb. Ja, leider geht es da unten nicht weiter, aber wer weiß, was das mal war. Was das mal gewesen ist, weiß ich leider nicht, aber schaut aus, wenn es irgendein Wasserbauwerk wäre. Weil es liegt hier mitten in so einer kleinen Schlucht und alle, keine Ahnung, 50, 100 Meter kommt da jetzt irgend so ein kleines Gebäude, was ein paar Meter runter geht, aber nicht weit. Aber wie gesagt, was das genau war, weiß ich nicht. Und nochmal eins von diesen komischen kleinen Gebäuden, diesen kleinen Gewölben. Da ist jetzt ein kleiner Stolleneingang. Zum Glück habe ich immer eine Taschenlampe dabei. Schauen wir einfach mal rein.
Ja, nach ein paar Metern ist leider Ende. Geht es nicht weiter. Auf den Mücken. Aber mehr gibt es darin nicht zu sehen. Vorne ist noch wieder aus, wieder rausgegangen. Naja. Auch seitlich geht es leider nicht weiter. Knochen und Mücken ohne Ende. Traurige natürlich, dass sowas immer als Müllkippe verwendet wird. Mittlerweile bin ich jetzt in der Nähe von Sulzbach an der Donau. Und das hinter Sulzbach, dieser hohe Berg, das ist der Scheuchenberg. König Ludwig I. wollte ursprünglich auf dem Berg die Walhalla errichten. Aber irgendwie war das bautechnisch nicht möglich. Darum steht es jetzt da, wo es jetzt steht. Jakobsweg, E8 und Oberpfalzweg. Ganz schön was los da. Ist aber auch wirklich traumhaft schöne Gegend. Ja, und auch hier mitten im Wald gibt es wieder Spuren vom Bergwerk. Einige Gruben und Senken, ein paar Schutthalden, aber halt nichts Großartiges mehr. Nach ein bisschen suchen hier am steilen Hang habe ich jetzt doch noch einen Eingang zum Stollen gefunden. Allerdings ist der dermaßen verschüttet und verfallen, das da reinzusteigen, das wäre lebensmüde. Ja, das war jetzt genug Bergbau. Jetzt geht es erstmal weiter Richtung Fürstlichen Tiergarten. Der Biergarten war jetzt genau das Richtige, aber leider hat er wegen Corona zu. Schade. Der Fürstliche Tiergarten. Jetzt der Nobel Golf Club. Zum Glück ist gleich außerhalb vom Golfplatz die Natur noch in Ordnung. Und sie hat ja wesentlich mehr zu bieten als diese künstliche Parkanlage. Die ganzen Wiesen da im Tal, die gehören übrigens alle noch zum Tiergarten. Und ist alles Jagdgebiet
und die Fürsten von Thurn und Taxis. Mittlerweile bin ich an der Donau angekommen. Von da aus ist Walhalla und Donaustauf schon in Sichtweiten. Ein paar Kilometer haben sie aber noch. Aber am Strand von der Donau echt herrlich, echt traumhaft schön. Ich bin jetzt an der Walhalla angekommen. Diesen Tempel hat König Ludwig I. bauen lassen. Im Inneren gibt es Büsten von allen bekannten und berühmten Deutschen. Ich kann jedem empfehlen, der daherkommt, schaut euch die Walhalla unbedingt an. Und vor allem geht es unbedingt von der Südseite über die Treppen hoch. Weil nur von der Seite sieht man diese gewaltigen, zyklopenhaften Mauern, die den Eindruck noch wesentlich verstärken. Ja, das war's von meiner heutigen Tour. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dann bis nächstes Mal bei Zuhause unterwegs. Servus!